Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Es geht um Teil 2 von der Zerstörung von Mois Abi. Mois. Wir schnacken nicht lange rum, Freunde, und fangen gleich an mit der Reaktion. Ja, wir haben ja letztes Mal einen richtigen Lachkrampf bekommen bei Thema IBAN. Also wirklich, dass es Mois schafft, dass andere Menschen ihren IBAN veröffentlichen, damit sie das Geld von Mois bekommen. Ja, die 7 Euro, a.k.a. ich glaube 21.000 Euro waren es oder 22.000. Der ist schon krank. Aber, naja, wir schauen weiter. Ich bin gespannt und ja, schauen wir uns mal die Reaktion an dieses Videos, ne? Ja, wie kamen die Schulden bei mir unter anderem zustande? Ja, viele Sachen auf TikTok wurden ja verschenkt. Huch. Wer hat das nur alles bezahlt? Genau das verstehe ich ja nicht, ja. Anscheinend hat er ja alles gezahlt, ja. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich, welcher gesunde Menschenverstand macht das ja? Wer zahlt denn die ganze? Das ist unlogisch, ja. Weil Mois ist ja die Person, die vor der Kamera steht, die den Hype bekommt, die Beliebtheit bekommt. Und er ist ja dann derjenige, der das Ganze dann zahlt, oder wie? Unlogisch. Also ich meine, er hat kein Geld. Irgendjemand muss das ja bezahlt haben, oder nicht? So, und er hat keine YouTube-Videos gemacht, womit er kein Geld verdient hat. Und selbst dieses Geld hatte er, das YouTube-Geld, hatte er sich schwarz, ich sag mal, in die Tasche gesteckt. Und auf Insta hat er kein Geld. Er hat keine Kooperation am Start. Und man siehe da, ho, es bleibt ja eigentlich nur noch eine Person. Und zwar hat sich das ja dahin entwickelt, dass in der Zeit, wo ich mit ihm unterwegs war, ich eine App entwickelt habe. Und zwar Spaghetti Break. Viele von euch kennen die wahrscheinlich. Und boah, krank, ja. Er ist der Entwickler dieser App, oder was? Ja, ich kannte diese App auch, weil die richtig so geworben wurde. Also die wurde beworben so und die war auch Platz 1 so in den App Store. So. Ich habe das gesehen, ich habe das mitverfolgt. Ist schon richtig heftig, ja. Anscheinend ist der Typ Programmierer oder so, der kann halt Apps kreieren. Das ist richtig nice. Ich glaube, der hat auch gutes Geld damit verdienen können. Also mit Apps kann man auch, glaube ich, soweit ich weiß, gut Geld verdienen, weil die auch richtig oft runtergeladen wurde. Ja, das habe ich mitbekommen. Damit sich überhaupt der Kontakt so lange hielt, der Typ wollte die ganze Zeit immer Geld von mir, dies, das. Und ich habe ihn auch, ich habe selten Nein gesagt. So, und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also dieser Typ, ja, ich kenne ihn ja nicht. Ich würde ihn auch raten in Zukunft, wenn er Videos macht, er soll sich ein bisschen mehr Mühe geben, Digga. Er soll nicht im Auto sitzen, so mit keine Ahnung was. Ja, zu Hause, so mach dich ein bisschen ready, so mach dir Videos, damit du selber ein bisschen so seriöser rüberkommst und erfolgreicher wirst, ja. Und an zweiter Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel mich an Mois befreunden würde, ja, würde ich trotz allem immer so überlegen, okay, der hat aber Freunde an seiner Seite, gute Freunde, die er hintergangen hat, oder anscheinend, ja, wir wollen ihm jetzt nichts unterstellen, aber er wurde anscheinend. Ja, hat er Leute hintergangen. Da müsste ich ja dreimal überlegen, wenn er die ganze Zeit nach Geld fragt, ob ich das machen würde, ja. Und wenn, dann würde ich ihm Geld ausborgen und in der gleichen Sekunde wieder erwarten, dass es mir wieder zurückgibt, ja. Also nicht in der gleichen Sekunde, sondern vielleicht ein bisschen später. Aber nicht immer ausborgen, bis dann so eine fette Summe rauskommt und dann sagt, gib her. Natürlich wird sowas nicht passieren. Dann musst du dann die IBAN im Internet veröffentlichen, ja klar. Sein gesamter, nicht gesamter, aber als er TikTok hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn kennengelernt hatte, hatte er 1,2 Millionen Abonnenten circa. Und ich habe ihn wenigstens dazu getrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Nachhinein gut war von mir oder nicht. So, ich habe ihn dazu getrieben, halt TikTok durchzuziehen. Und habe ihn sehr, eigentlich fast alle Geschenke, die ihr sehen könnt, quasi bezahlt. So, vor allem die Sachen mit Spaghetti Break, wo Spaghetti Break in den Videos vorkommt, das ist natürlich alles aus meiner Tasche bezahlt. Aber das zähle ich gar nicht auf die Schulden rauf, die er mir eigentlich schuldet, ne? Ist halt heftig, Freunde, weil ich habe mitbekommen, Mois ist ja komplett durchgestartet auf TikTok und hat auch wirklich sehr viele Abonnenten generiert. Die Videos sind auch krank angekommen. Irgendwie hat er YouTube dann aufgehört, Thema Maestro und so weiter, dann war YouTube irgendwie so weg. Und dann hat er mit TikTok angefangen und TikTok ist dann boom, boom, boom. Ich habe das mitbekommen, speziell, weil er das gemacht hat mit, soll ich dir 1 Euro geben oder den nächsten 2 und solche Sachen, ja. Und die sind auf TikTok halt extrem gut rübergekommen und auch als er dieses, folgst du Mois, dann bekommst du, keine Ahnung, eine PlayStation 5 oder so. Ja, er ist halt extrem krank an TikTok halt angekommen und hat auch Livestreams gemacht und hat sehr viele Geschenke bekommen. Er hat sicher auf TikTok gutes Geld verdient. Aber soweit ich weiß, hat Mois doch seinen TikTok-Account verloren, oder täusche ich mich? Ich muss mal abwarten. Vielleicht sagt er das auch jetzt. Das ist eigentlich, er schuldet mir das, aber mein Erwartungswert ist eh unten so. Und dieses Video ist halt auch nicht, weil ich mich irgendwie rächen möchte oder sonst etwas, sondern es dient letztendlich einfach nur dazu, um den Leuten, die halt einfach
immer noch keinen Plan haben, was das für ein Typ Mensch ist, einfach ein bisschen zu zeigen, wie er drauf ist, um euch zu sagen, okay, vorsichtig, falls ihr vorhabt, mit ihm irgendwie irgendwas zu machen, sei es Kooperation oder sonst etwas, denn ihr seht, selbst eine Kooperation hält er nicht ein. Es ist halt echt, ja, sehr schlimm. Digga, aber können wir mal in den Kommentaren diskutieren, dass dieses Ding, das Etui, dieses Ding, keine 20.000 Euro verdient hat, Digga? Wer zahlt das, Mann? Wer zahlt das? Ganz ehrlich, schreibt mal das bitte unten in den Kommentaren. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht sagt einer, nee, würde ich 50.000 zahlen, Bruder. Keine Ahnung, das ist so unlogisch, ja? Würde ich mir lieber ein Audi A5 holen um 20.000. Würde ich ausgehen, ja? Mit diesem Typen überhaupt etwas zu tun. Und zum Thema maximaler Narzisst. Es ist wirklich geisteskrank, was er für ein Narzisst ist. Also wirklich abnormal geisteskrank. Denn er ist nicht einfach ein Narzisst, der selbstverliebt ist oder sonst etwas. Er ist jemand, der wirklich, und das hat Maestro in seinem Statement harmlos dargestellt, und er hatte ihn das, also er hat das zu Maestro auch anscheinend auch so gesagt gehabt, weil ich hatte mit Maestro telefoniert, dass Alim zu Maestro gesagt hat, dass er ein Prophet ist. Aber die Realität ist noch viel kranker. Geisteskrank. So, und zwar denkt er wirklich, und das ist kein Joke, ich habe da auch im Verlauf sicherlich auch irgendwie Sprachnachrichten oder sowas, aber dafür muss ich viel durchgucken, habe ich auch schwarz auf weiß stehen, wo er sich selber als Gott bezeichnet. Und das ist komplett ernst gemeint von ihm. Der Typ ist komplett durch. Ich weiß nicht, ob das Internet langsam zu viel für manche Menschen ist. Ich weiß es nicht, aber ihr müsst euch mal vorstellen, Alim geht zum Maestro und sagt, ich bin ein Prophet. Ich bin ein Prophet. Und danach, er geht zu ihm. Ich bin Gott. Zu wem soll er noch hingehen? Was soll er noch sagen? Ich bin Paradies! Narzissten gibt es viel zu viel auf dieser Welt. Viel zu viel. Ich habe selber so viele Menschen kennengelernt, die offiziell Narzissten sind. Wirklich offiziell. Also, denen könnte man eine Urkunde hergeben, das sind Narzissten. Narzissten. Aber, und das ist das große, das ist schon richtig heftig, ja? Weil Mois hat natürlich richtig Erfolg bekommen, Hype, Geld, er hat alles so erreicht, so mit Internet, ja. Auch wenn er alles wieder verloren hat, aber er hat auch irgendwo mal in einem Punkt, wo er seinen Hype hatte, auch alles erreicht, ja. Häuser, Autos, Beliebtheit. Und natürlich denkt er sich dann, ja, ich bin wie Gott oder ich bin Gott, keine Ahnung. Manche Menschen vergessen die Realität oder den Boden unter ihren Füßen. Das ist leider Fakt und das ist leider immer so gewesen. Und deshalb gibt es sehr viele prominente Persönlichkeiten, die ganz nach oben waren und dann aber schnell wieder fallen, ja. Und deshalb sagt man sehr, sehr oft, es ist vielleicht einfach, die Spitze zu erreichen, aber schwer, es zu halten, weil man dann irgendwann wieder fällt. Bruder, ich bin Poet, Mann. Ich bin ein Poet! Er nennt sich selbst Gott. Und zwar auf komplett, full ernst gemeint. Also ich kenne da Leute, wenn er denen das in die Fresse sagen würde, würde das ein böses Ende nehmen. Und wisst ihr, was noch crazier ist? Und wie behindert muss ein Mensch sein? Er nennt sich Gott. Und in seinem absolut bekifften Zustand und alles nennt er mich sogar Prophet. Yo, Brudi, perfekt, perfekt. Nennt sich Gott, nennt seinen Bruder Prophet, er macht eigene Welt. Weißt du, er macht eigene Welt, der ist Gott, der ist Prophet. Du bist keine Ahnung was, du bist Mose, du bist Abraham, dies, das, anderen. Er gibt jeden so seine Rolle und dann erlebt sein Leben. Du bist Engel, Michael, Gabriel. Wenn das jetzt stimmt, was er sagt, natürlich ist halt natürlich heftig, dass Maestro das sagt. Dann sagt er das, dann sagt die das. Und jeder, der mit ihm halt lebt oder so, behauptet genau dasselbe. Ist halt komisch, ja, außer sie treffen sich oder ja, keine Ahnung. Aber ist schon richtig heftig. Geisteskrank. Also wirklich geisteskrank. Der Typ hat auch eine maximale Drogensucht. Immer zu oder auf, bitte mit, aber nicht sag.
Und von diesen Aufnahmen, und er sagt sogar, wenn man als Gott Musik macht, das ist so unglaublich, habe ich sehr viele Dinge, wo er mir irgendwas zugeschickt hat, wo er bekifft war und irgendwas hinrappt, was absolut kacke klingt. Kann ich ja jetzt einfach easy sagen. Alter, ich habe mir selber gerade gedacht, diese Musik, was er gerade gemacht hat, war jetzt nicht das Beste. Also mir hat selber gerade jetzt nicht so gezogen, dass er das jetzt auch selber in dem Video sagt. Man muss halt selber seine Musik feiern, wenn er es mag halt, ja. Aber ich glaube, Mois weiß mittlerweile, dass seine Musik jetzt nicht die Beste ist und dass seine Stimme halt nicht gut ist und er halt sehr viel mit Autotune arbeitet, aber... Das ist einfach... des Wahnsinns. Verrückt. So verrückt, dass es schon witzig ist. Wir waren sehr oft nachts auch unterwegs in irgendeinem Studio. Er hat sich die ganze Zeit zugekifft und das ist halt irgendwie sein Leben und dies und das. Macht irgendwelche Tracks, wenn man das so nennen kann. Total schlecht natürlich. Und ja. Bruder, hast du Scheibenwischer an oder so? Oder keine Ahnung, was meinst du? Ist das Scheibenwischer oder was? Du stehst eh gerade irgendwo in einem Parkplatz, ist ja egal, was du machst. Aber eines muss gesagt werden, jetzt legen wir mal die Scheibenwischer auf die Seite, ja. Was ich traurig finde, wenn das jetzt alles stimmt, was er gesagt hat, wir gehen ja von seiner Aussagen aus, ja. Finde ich das sehr, sehr traurig, dass Mois ein Familienvater ist von zwei Kindern, soweit ich weiß. Einer Frau auch, er hat eine Frau. Und wenn er das alles durchzieht, ja, und Drogen konsumiert und so weiter, ist es sehr, sehr traurig, ja. Weil wenn die Kinder aufwachsen und irgendwann realisieren, ihr Vater macht sowas, oder im Internet gibt es Videos, wo Menschen über ihren eigenen Vater dies behaupten, das ist gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Es ist einfach teilweise echt schwer gewesen, wenn man live war, dann nicht zu lachen bei dem, was er da fabriziert. Das war echt schon hart. Ich finde das auch ein bisschen schade, dass er halt so krank, süchtig nach Drogen ist. Und ich meine, jemand, der zu mir des Öfteren sagt, yo, ich würde meine Frau direkt gegen ein Joint tauschen. Digga, das ist kein Mann. Das ist einfach kein Mann, in meinen Augen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist kein Mann. Und indem er nachts halt abgehauen ist und sonst was mit mir halt quasi in irgendein Studio gefahren ist, hatte das ja auch irgendwo schon getan. Was ich sehr schade finde. Sehr schade. Jetzt kommt auch Steuergeldhinterziehung. Ne? Er hat ja auch TikTok auf seinen Livestreams gemacht. Und auf TikTok ist das so, dass du direkt das Geld, was du da verdienst, auf PayPal auszahlen kannst. Und dann hat er halt oft, unter anderem halt auch mir, das Geld von PayPal auf mein Konto geschickt. Und ich habe es ausgezahlt und habe ihm das gegeben. Es, ja... auch nicht so geil, ne? Aber ich meine, ist halt maximale Steuergeldhinterziehung. Und dazu kommt halt diese Gewinnspiele auf TikTok, wo er sogar im Hintergrund die ganzen Places hat. Ja, ratet mal, wer die bezahlt hat. Ja, hier, der Shieno, der hat sie bezahlt. 11 PlayStation und keine Ahnung was, 5 andere oder und 10 Euro Rabatt. Er hat 10 Euro Rabatt bekommen. Er zahlt, wie viel zahlt er? Er zahlt 7.500. Anscheinend 7.500, 10 Bruder, wir machen 7.500 glatt. Bruder, schon krank, ja. Schon krank. Also, er hat alles selber bezahlt. Ich weiß nicht, was der verdient oder was der macht. Oder kann man wirklich durch Apps, Programmierungen so viel Geld verdienen, dass der einfach 7.000, ja knapp 8.000 einfach für Blazes bezahlt? Ich sag dir ehrlich, du bist selber schuld, wirklich. Ich weiß nicht, du bist selber, glaube ich, naiv, dass du sowas machst. Also wirklich, wirklich naiv. Ich würde das niemals machen. Nie, auch wenn ich dieses Geld besitze oder habe, gebe ich dieses Geld lieber meiner Familie, anstatt mit meinen Freunden hier die ganze Zeit dies zu bezahlen. Und Mois ist ja derjenige, der dann vor der Kamera steht und die Beliebtheit bekommt und diesen Hype. Und du bist derjenige, der... ist wirklich unlogisch, wirklich. Und diese Playstations waren nicht dafür gedacht, dass er sie angeblich in einem TikTok-Livestream an euch verschenkt. Ihr werdet diese Playsies so oder so niemals bekommen, die welche angeblich gewonnen haben, außer er würde jetzt nachträglich noch welche kaufen, was schwer ist, weil der Typ kein Geld hat. Und er hat auch keine Firmen und sonst etwas. Es war auch so, dass der Typ von der Eisdiele, der hat mich sogar auf Instagram kontaktiert. Also ist ja sein Eisladen gewesen, ihm gehört absolut kein Laden, er hat auch keine Immobilie, er hat nichts, er hat noch nicht mal ein Auto, er hat keinen Führerschein, er hat nichts. So. Er hat kein Auto, er hat keinen Führerschein, er hat nichts. Also das ist schon heftig, ja, das mit dem Eisladen, das habe ich auch gesehen, das war im Sommer, da hat er die ganze Zeit gearbeitet in einem Eisladen, die Leute sind gekommen, aber dass der jetzt
auch keinen Eisladen hat und das Ganze ist schon heftig, Bruder. Wirklich. Also anscheinend ist ja alles, was im Internet da preisgegeben wurde, alles nur Fake gewesen. Und alle haben es geglaubt, Digga. Und der Typ vom Eisladen, der hat mich dann halt auch auf Insta kontaktiert und sagt, wir müssen reden. Habe ich mit ihm geredet, war auch ein längeres Gespräch und für mich war schon zu erwarten, wo er mich kontaktiert hat, okay, es geht darum, dass Mäuschen auch Geld schuldet. Und dann haben wir ein bisschen länger geredet, schuldet ihn auch mehr als mir. So, und das sind halt nicht alle Themen. Ich kann euch auch sagen, dass der Typ noch nie eine Immobilie verkauft hat oder sonst etwas. Und er hat halt auch keinen, ich sag mal, richtigen Wohnsitz. Ich meine, er haut von der einen Immobilie zu der anderen Immobilie ab und dann so weiter. Und jetzt hier an der letzten. Und davor schafft er es halt einfach nicht, die Sachen zu bezahlen, auf die Reihe zu bekommen. Und da habe ich halt sogar auch einen Screenshot von denjenigen, der, ich weiß jetzt nicht, ob das der Hausbesitzer ist. So, weil er hat mir das selber geschickt gehabt, aber auf jeden Fall eine Person, über die das Finanzielle lief, und auch die Person hat vom Mois kein Geld bekommen. Auch bei VEI. Hallo Alim, heute ist der 27. Oktober. Du wolltest jeden Tag Geld überweisen, Bruder. Ich habe dir gesagt, dass ich auch muss Kredit zahlen und ich möchte nicht, dass ich bei Sascha als Lügner dastehe. Möchte ihn für Geld des Welten nicht enttäuschen. Ist er auch verschuldet. Das ist halt. Es nimmt halt gar kein Ende und deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich nehme das ziemlich spontan jetzt gerade auf. Ich müsste mir theoretisch eine Liste machen, weil es ist so viel, dass mir sehr viele Sachen gar nicht einfallen werden, die ich jetzt eh gar nicht droppen kann, weil es mir jetzt so einfach spontan gar nicht alles in den Sinn kommt. Er selbst, weil ihr denkt ja, er ist Moslem, ist er auf keinen Fall. Ich meine, er bezeichnet sich selbst als Gott. Es tut weh, das überhaupt auszusprechen. Und das mit den Tattoos und so etwas, schreiben die Leute auch immer, ja, was sind das für Tattoos? Und er hat neue Tattoos und dann schickt er mir halt auch, ja, Bruder, ich will das Tattoo noch machen und so etwas. Es ist alles einfach maximaler Bluff von dieser Person. Und man kann wirklich so viel noch weitermachen, gerade wenn ich mir Gedanken drüber machen würde, kleine Stichpunkte aufschreibe und sonst etwas. Aber mein Ziel ist letztendlich einmal nur gewesen, euch ein bisschen vorzuwarnen, was das für eine Art Mensch ist. Und ja, wenn du dieses Video siehst, du hast richtig gehört, Mensch. Und mehr bist du auch nicht. Obwohl, du sagst ja auch, du bist. Wer bin ich schon? Nur ein Hund, aber keine Ratte. Ja. Ja, das ist gut. Ich könnte halt noch ewig weitermachen. Schaut euch zum Beispiel mal dieses Video an. Was dein Outfit wert ist? Wir haben einen ganz schlichten Setup heute. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Deswegen hier 3x30. Wir sind insgesamt so 15. Stellt euch einfach mal vor, ihr geht in einen Uhrenladen oder Schmuckladen, zieht euch einfach irgendwas an und dann macht ihr damit ein Fake-Video, mit wie viel das dein Outfit wert. Also ihm gehört absolut keine einzige Uhr davon. Nichts. Der Typ hat nichts. Wir haben es schon gehabt. Er ist broke, er ist arm. Ist verschuldet beim Staat und privat, unter anderem bei mir, etc. Aber ja, das heißt, für mich, ich persönlich habe diese Person eh abgehakt und das Sinnvollste, was ich jetzt noch tun kann, ist einfach hier. Ja, er hat ihm halt bei allem entfolgt. Ich glaube, das juckt aber Mois überhaupt gar nicht. Ja, für einen Menschen, der so viele Abonnenten hat, das ändert nichts, wirklich gar nichts. Ihn zu streichen aus meinem Leben. Und wie gesagt, dieses Video war halt einfach nur, um er nicht als Rache, sondern halt um euch zu zeigen, wer das halt wirklich ist und wen ihr da eigentlich noch supportet. Und ich könnte noch sehr viel erzählen, aber ich denke, das reicht erstmal. Vielleicht hat ja Mois noch was dazu zu sagen. Und ich bin trotzdem ein Hundesohn. Danke für dieses kleine Statement. Digga, ich weiß nicht, hat wirklich Mois das Ganze über sich selber ausgesagt oder was? What the hell? Ich hätte mir halt gewünscht, dass der Typ halt noch ein Video macht oder so, halt noch professioneller, vielleicht mit mehr Mühe, so in einem Auto, dies, das, keine Ahnung, Digga. Der Typ sieht auch richtig süß aus, ja, aber naiv gleichzeitig, ja. Er hilft halt einfach ohne Hintergedanken und natürlich fällt er dann irgendwie auf den Kopf und muss seinen IBAN hier veröffentlichen. Was sagt ihr dazu, Freunde? Bildet euch eure eigene Meinung. Ich glaube, Mois wird
sich schwer ändern, weil es gibt einfach viel zu viele, die seine Art genauso wie er gerade eben ist, feiert. Und er denkt sich, ja, wenn die mich so genau feiern, dann ja, bleibe ich genauso. Deshalb seid fair, seid ehrlich, wenn ihr seht, ja, Mois macht etwas, was nicht korrekt ist. Wenn seine eigene Frau wegen einem Joint vertauschen möchte, Digga, dann unterstützt ihn dabei nicht, supportet ihn dabei nicht, sondern sagt ihm das, ja. Ich habe nicht gesagt, entfolgt ihn oder macht Hate-Videos gegen ihn oder gibt diesem Typen einfach die gewisse Verständnis. Obwohl, wenn man ein Narzisst ist, Digga, ist es sehr, sehr schwierig, diesen Menschen wieder in die Realität zu bringen. Es ist sehr, sehr schwer. Ich finde es sehr, sehr traurig, wie sich Menschen entwickeln. Ja? Sehr viele Menschen im Internet entwickeln sich von gut zu böse. Das ist leider sehr oft der Fall. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Wir bleiben real, wir bleiben ehrlich. Uns juckt gar nichts. Wir machen ganz gechillt unsere Videos. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked. Lasst uns gemeinsam unter den Kommentaren einfach diskutieren. Ich küsse euer Herz. Bis zum nächsten Mal. Peace.